Hallo Stadtgärtner, dies ist Kohlrabi. Viele von euch pflanzen den Kohlrabi zu tief, sodass die Knolle zu dicht am Boden sitzt oder zu eng, dass ihr ja wie hier mehrere Pflanzen beieinander habt. Wie ihr seht, wird sich so keine Knolle entwickeln. Ihr müsst die Pflanzen immer schön einzeln pflanzen, ungefähr so weit auseinander, dass die großen Pflanzen sich nur mit den Blättern berühren. Den Kohlrabi gibt es in Rot und in Gelb, beziehungsweise Weiß, in diesem Fall heißt er normalerweise. Dabei gibt es eigentlich keine Unterschiede außer der Außenblattfarbe, damit es für den Schmuck schöner aussieht. Das Fleisch ist das gleiche, es schmeckt genauso, die wachsen genauso. Das ist nur eine optische Sache. Aber ihr müsst darauf achten, dass ein Kohlrabi, wenn er jung ist, richtig viel gießt, sonst setzt er auch keine Knolle an und wird eine Pflanze bilden wie diese, die auch nie wieder eine richtige Knolle bilden wird. Also immer dran denken, wenn ihr Kohlrabi-Knollen ernten wollt, dann setzt ihn nicht zu eng, nicht zu tief und gießt wie die folgten. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Kohlrabi und holt schon mal die Gießkanne.